herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pangonia. Wir haben hier unsere Leute losgeschickt, um da mit dem Banditen da so ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß jetzt nur nicht, dadurch, dass ich jetzt das eine ja abgebrochen hatte. Also wir waren ja mittendrin in der Aufnahme. Das waren die falschen. Ich habe da keine Leute mehr. Ich habe jetzt 10 stehen, aber die sind nicht mehr existent. Das ist nicht schön. Das ist ein Problem. Peinlich. Wie konnte denn sowas passieren? Moment. Sollte da vielleicht erstmal was aktiv werden? Achso, sammelbare Pflanze wurde entdeckt. Das ist schön. Stein wurde entdeckt, Silbervorkommen wurde entdeckt, wo? Da hinten, irgendwo. Ja, es ist, weiß jetzt nicht, wo die das jetzt hergenommen haben, aber. Habe ich eigentlich noch Entdecker oder sind die auch schon alle tot? Ich mache hier die wildesten Sachen und nichts funktioniert. So, Entdecker Effizienz 0, weil ich Entdecker. Achso, die sind aber irgendwie sind die unterwegs. Glaube ich. 3 von 3. Effizienz 20%, läuft. Die geistern hier irgendwo rum. Das eine haben sie ja doch schon entdeckt, irgendwie. Und gut, hier mit denen sind sie noch nicht so ganz weit. Soldaten, aha. Ich verstehe. Getötet von Banditen, das ist, wahrscheinlich was passiert, als ich hier die Abmoderation in der letzten Folge gemacht habe. Ist nicht schön. Aber ist halt so. Okay, wie sieht's hier aus? Das ist alles auf 0. Dann gehe ich hier mal auf, ebenfalls auf 10. Ja, das mit den Wachen ist im Augenblick so ein Problem. Gebe ich zu. Dann würde ich sagen, gehen wir doch auf 20. Ja, ich weiß, ich habe Eisenschwerter. Ich könnte eigentlich zumindest hier auf diese Kollegen gehen. Aber ich will das ist hier so mein eigenes Ziel. Insofern halte ich mich da erstmal bedeckt. Es sei denn, ich kriege hier genügend Leute zusammen. Also hier ist hier auch mit den entsprechenden Rüstungen und so weiter und so fort. Wäre das eine Option, auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal so nicht. Wie sieht es mit der Holzwerkstatt aus? Ich habe hier Waffenschmieden, die nichts zu tun haben. Wie geht denn das? Irgendwie, weiß ich nicht. 13 Eisenschwerter. Augenblick. Da würde ich dann tatsächlich hingehen und würde sagen, hier Silberdegen. So auf Verdacht mal 10 noch machen. Das war nicht mal verkehrt, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und hier machst du mal schön weiter. Ich würde direkt mal so sagen, so 20 Stück. Und wie sieht es hier mit der Rüstungsschmiede aus? Da gehen wir, ich denke mal, in beiden Bereichen mal so auf 15, auch wenn es vielleicht von den Materialien mehr als knapp wird, aber hier bleibt nichts anderes übrig. So, da läuft noch die Produktion von Silberbarren. Dann ist cool. Holzwerkstatt, das war das Stichwort. Da sind, hier liegen 3 rum. Die ist aber dann irgendwie einer zu wenig. Der war's. Machen wir mal erstmal noch ein weiteres dazu, damit ich hier auf 20 komme. So, was ist los? Banditeneinheiten? Nee. Ich muss erstmal wieder gucken, wie es mit den Entdeckern aussieht. Achso, nee, falsch, der war's.
Ich setze den Pinorik vielleicht mal hier so hin. Aber hier sieht man, da sieht man die Mondschlucht. Hier sieht man die Werwölfe rumgeistern. Ich glaube, das mit den Entdeckern könnte ich mir fast sparen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich will die hier nicht unbedingt verbraten. Ich befürchte, dass genau das passieren wird. Das sieht noch gut aus. Was ist hier los? Ach so, Personal ist unvollständig. Wo habe ich keine... Ihr sagt auch nichts. Holzwerkstatt, wo ist denn da? Werkzeugschmiede. Mach da mal so bei auf Verdacht. Ärgerlich. Wie sieht's hier aus? Vielleicht kann ich ja so 10 dazwischen schieben. Das mit den Silberdegen ist jetzt nicht so. Es brennt jetzt nicht so, sagen wir es mal so. Was ist hier los? Banditen greifen wen hier an? Das ist nervig. Gegner. Ah, wir haben das gegnerische Lager entdeckt. Das ist cool. Das ist weniger cool. Gebissen und so. Was ist er denn hier? Hallo, Entwickler, voller Grafikfehler. Was soll das denn? Hallo, was ist das hier? Schwarzes Loch oder was? Singularität im Spiel. Weiß nicht, ob das so gut ist. Da verschwinden meine Leute rein, das ist ganz klar. Ne? Das, okay, die Anzahl der Banditen ist hier ein bisschen runtergegangen, aus Gründen. Die Anzahl der zu rekrutierenden Soldaten ist immer noch nicht so besonders hoch. Also zu rekrutieren schon, aber die ich rekrutiert habe, ist mir so semi. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Rüstungsschmiede ist. Moment. Achso, wartet auf Material. Okay, ja, das ist das Problem. Ja. Das genau ist das Problem. Schmelzhütte ist hier auf 0. Ich glaube, ich habe auch kein Silber mehr. Ne? Nee. Das ist jetzt komplett aufgebraucht. Da läuft nichts mehr. Holzwerkstatt. Okay. Die andere Schmelzhütte. Wo war die nochmal gleich? Hallo. Da ist noch ein bisschen Silber. Und er macht auch nach wie vor beides. Okay. Ja, wir haben ja ein neues Silbervorkommen gefunden. Ja, ist ja gar kein Problem. Da müssen wir nur irgendwie hinkommen. Und dieses irgendwie, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. So, der macht sich schon auf den Weg, wo er da entsprechend zu tun hat. Wo ist der hin? 10. Also, alles klar. Das wurde bestimmt. Einheiten, bla bla bla. Hier rennen sie schon wieder rum. Und machen meine Leute kirre. Ärgerlich. Moment, Abenteuergilde, hätte ich genügend Material für... Achso, nee. Falsche Abteilung. Hätte ich genügend Holzsperre? Ist mal besser als nichts, ne? Das ist zwar mehr oder weniger jetzt nur Kanonenfutter, aber dann habe ich wenigstens so ein bisschen Verteidigung in dem Gebiet. Ja,
Ja, da stürzen sich auch schon mit Eifer auf die Leute drauf, nur die werden sich nicht so weit durchsetzen können, befürchte ich. Nicht so gut. Ja. Mecker. Ich geb's zu. Wir kriegen das hier schon irgendwie gewuppt. Es braucht halt seine Zeit. Wie immer. Es braucht seine Zeit. Da wird auch schon wieder gekämpft. Was? Nur noch 5? Ach, ich werde bekloppt. Da kann er Ausfälle erlauben. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich muss hier langsam Nägel mit Köpfen machen. Da hilft nichts. Schrecken haben wir ja auch noch umgeistern, sehe ich gerade. Jetzt machen sich ja auch schon die ersten Werwölfe auf den Weg. Das ist alles nicht so toll. Das ist alles nicht so toll. Moment, Augenblick. Ich mache mal hier so kurz einen Zwischenspielstand. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Reicher du mal schön. Zurück zum Spiel. Wo habe ich sie? Garnison. Angriff. Erstmal hier so hin. Die sind relativ schnell. Ein ruchloser Schemen ist ja auch noch unterwegs. Ja, tolle Wurst. Das mit den 40 hat ja nicht so ganz geklappt. Wie ich mir dazu gewünscht habe. Sind wir, glaube ich, gerade wieder mal knapp auf 30 oder so. So, werden wir mit diesen verdammten Viechern da fertig? Einer weniger. Das ist schon mal cool. Noch einer weniger. Auf das. Ne, noch gar nicht. Die haben einfach meinen gebissen. Ja. Verdammt. Ich habe 2 Leute wenigstens an den verloren. So, aber immerhin, einer von den Schemen ist weg. Oder sogar 2. Immerhin konnte ich den ersten Angriffsversuch von Seiten der Werwölfe abwehren. Wenn das jetzt auch nicht so wahnsinnig toll gelaufen ist. Nervig, absolut nervig. So, da läuft nichts mehr. Wie sieht das hier mit der Schmelzhütte aus? Da habe ich noch 4. Ich darf aber keine Kohle mehr. Wo bleibt die Kohle? Irgendwo, ich hätte doch hier noch Kohle irgendwo umgeistern. Ist nicht mehr wahnsinnig viel, aber immerhin. Es hilft ja nichts, auch wenn ihr dann doppelt so schnell abgebaut wird, aber ich brauche Kohle, Leute. Mit Kohletagebau. Wir setzen das mal hier hin. So. Ach, der ist auch schon fertig mit seinem Eisen. Na toll. Dann kann das auch weg. Hey. Ja, toll. Die kriegen keine Kohle, die kriegen dies nicht, die kriegen das nicht. Läuft überhaupt nicht.
So, wie sieht's hier aus? 16. Das ist wenig. Gleich noch Probleme. Gilde. Ja, wenn ich dann die Leute dafür zusammenbekommen würde. 7 wäre schön. Wenigstens wäre wenigstens etwas. 3. Okay. Vorsichtshalber. Das wieder alles auf Null. Mann. Ich befürchte, ich habe etwas zu lange gewartet. So von wegen, ne, ich muss die hier erstmal aufdecken und so, dann hier mit den Banditen und so. Aber 31 ist mir ein bisschen zu knapp. Ich habe es mit 30 versucht, das hat nicht funktioniert. Der eine mehr wird es jetzt nicht rausreißen. Mann. Aber ich kriege keine Waffen zusammen. Da ist noch ein Silberbarren. Der hat 11 Silberbarren, aber nicht genügend Kohle. Die kommt jetzt so langsam, wird die da angeliefert. Das läuft nicht so gut. Das ist nicht so optimal im Augenblick hier. Von Eisen habe ich gar nichts mehr, ne? Kann das sein? Habe ich noch seltene Ressourcen? Doch, 88 Eisenerz existieren hier irgendwo rum. So, das ja, Thema Kohle. Und die Wege sind zu weit. Hier ist nur Stein. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Nichts in der Nähe. Das wird nicht mehr. Okay, immerhin 8 Wachen, 8 Soldaten. Besser als nix. Ja, schon wieder irgendwelche Werwölfe, die hier Ärger machen. Ich weiß ja jetzt, wo die sind. Dann würde ich sagen, Entdeckerposten hier erstmal Pause. Ich will die Werwölfe nicht mit Entdeckern füttern. Dann werden die immer mehr. Und hier tut sich nichts. Es dauert alles ewig lange, bis die mal so aus den Pötten kommen, ja?
das ist alles endlos. Ich versuche hier mal mit einer Priorisierung, damit er hier vielleicht ein bisschen mehr oder ist er schneller Kohle kriegt. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Und hier könnte es passieren, dass sie die Kohle abgebaut haben, bevor hier die zweite Abbaustelle überhaupt gebaut ist. Was mich so ein bisschen nervt, ist so, dass man so im Augenblick so nichts machen kann. Ja, ich kann nur warten und hoffen, dass das hier vorangeht. Ansonsten, ja. Warte mal, die Münzprägerei. Ist ja schön und gut. Die Münzprägerei, die hat irgendwo sie bewahren, sollte sie eigentlich gar nicht haben. Aber naja, ist halt so. Ich werde die mal kurz pausieren, auch wenn die Münzprägerei dazu beiträgt, ne, dass hier die Einheiten stärker werden entsprechend, aber ja, ich bin halt etwas verzweifelt. Okay, jetzt sind es 8. 33. Vielleicht, wenn ich auf 35 gekommen bin, wäre eine Möglichkeit, dass ich es dann damit dann versuche. Weil ich glaube, auf 40 werde ich nicht mehr kommen. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist, glaube ich, aussichtslos. Okay, da tut sich noch ein bisschen was. Und dann müssen wir einfach mal ausprobieren halt. Ne? Ich muss ja langsam mal vorwärts kommen, weil wir machen jetzt schon seit weiß ich wie viel Folgen hier nichts anderes, als uns auf diesen Kampf mit diesen verdammten Werwölfen davor zu bereiten. Und wir kommen hier keinen Schritt weiter. Oder bestenfalls mal irgendwie so einen Mini-Schritt. Nun gut. Wir werden sehen, wie es weitergehen wird. Auch diese Folge war jetzt nicht so ganz der Brüller, gebe ich ja zu. Hier mal geguckt, da mal geguckt, kaum was machen können. Im Augenblick zieht es sich etwas sehr träge. Ich hoffe, ich werde auf jeden Fall versuchen, in der nächsten Folge, wir müssen da irgendwie weiterkommen, versuchen hier mit den Werwölfen klar zu kommen, sonst bin ich mit meinem Latein immer auch so mal so langsam am Ende, wie ich hier dann doch irgendwie hinkriegen soll. Schauen wir mal. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung, für das Dabeisein und wünsche euch immer alles Gute. Genießt die Zeit.